Im Folgenden möchte ich Ihnen anhand von drei Beispielen zeigen, wie man die Eintrittswahrscheinlichkeit in eine Menge A berechnet, mit Hilfe der Lösung des zugehörigen Dirichlet-Problems. Und das erste Beispiel ist relativ einfach. Ich nehme mir eine Markov-Kette Xn auf diesem Zustandsraum E, der einfach nur aus vier Elementen besteht. Und die habe ich einfach mal nummeriert mit den Zahlen 1 bis 4. Und die Übergangswahrscheinlichkeiten P sind mit Hilfe des führenden Übergangsgraphen kodiert. Nämlich, wenn ich im Zustand 1 bin, dann bleibe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 im Zustand 1. Wenn ich vom Zustand 2 kann ich mit Wahrscheinlichkeiten halb in den Zustand 1 springen oder auf diesen Zustand 3. Und im Zustand 3 kann ich auch mit Wahrscheinlichkeiten halb zurückspringen zum Zustand 2 oder in diesen Zustand 4 gehen. Und auch aus dem Zustand 4 kann ich nicht mehr entkommen. Das heißt, wenn Sie sich erinnern, es handelt sich also hierbei um eine einfache Irrfahrt auf dieser endlichen Menge 1 bis 4 mit Absorption in den beiden Randpunkten 1 und 4. Und was ich berechnen möchte, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit in den Zustand 4 abhängig vom Startpunkt. Das heißt, ich möchte genau diese Funktion bestimmen, h4 von x, was ja gerade war, was nichts weiter war als diese Wahrscheinlichkeit bei Start in x von diesem Ereignis, dass diese Eintrittszeit einen endlichen Wert annimmt. Und was wir gesehen haben im letzten Satz ist, dass wir diese Funktion H4 natürlich beschreiben können als die kleinste nicht negative Lösung des Dirichlet-Problems, was wir hier zum Beispiel stehen haben, nämlich dass der Generator angewendet auf diese Funktion für alle Punkte x, die ungleich 4 sind, den Wert 0 annimmt und auch wenn x den Wert 4 annimmt, dann soll die Funktion gerade gleich 1 sein. Das ist ja genau das, was wir berechnen müssen. Und jetzt schreibe ich einfach mal das Gleichungssystem, das was dahinter steht, aus. Was ich sehe, ist, dass im Zustand, also diese Funktion h4 von 1, kann einen beliebigen Wert c annehmen. Ich habe sozusagen durch die Gleichung LH gleich 0 keine Bedingung vorgegeben, weil was steht denn da? Da steht einfach, wenn ich im Zustand 1 bin, die stochastische Matrix ist an der Stelle einfach den Wert 1, hat den Wert 1 an der Stelle 1, 1. Alle anderen Übergänge sind 0 und ich ziehe ab den Wert der Einheitsmatrix an dieser Stelle. Das ist auch 0, sprich, ich habe überhaupt keine Aussage über diese Funktion H4 an der Stelle 1. Deswegen habe ich hier erstmal einen beliebigen Wert C gesetzt. Und diesen Wert C müssen wir dann gucken, dass wir ihn noch irgendwie bestimmt bekommen. Im Wert 2 habe ich natürlich aufgrund des Dirichlet-Problems folgende Vorschrift, nämlich dass der Wert der Funktion an der Stelle 2 gerade gleich ist ein halb mal dem Wert an der Stelle 1 plus dem Wert an der Stelle 3. Das gleiche gilt im Punkt 3, nämlich dass der Funktionswert h4 an der Stelle 3 gegeben ist als die Summe der Funktionswerte an der Stelle 2 und 4. Das sieht man auch von hier. Ich muss sozusagen den Wert addieren. Von diesem Zustand muss ich diesen Wert addieren, weil das gerade die Übergänge sind, die nicht verschwinden. Und aufgrund der Randwertbedingungen weiß ich natürlich, im Zustand 4 muss die Funktion h4 den Wert 1 annehmen. Und Sie sehen, dieses kleine Gleichungssystem können Sie sofort lösen. Und Sie erhalten als Lösung den folgenden, also ich habe es hier jetzt als die folgende Funktion oder den folgenden Vektor. Mit den Einträgen an der Stelle 1 hat die Funktion den Wert c, an der Stelle 2 hat diese Funktion h4 den Wert 2 Drittel c plus 2 Drittel, an der Stelle 3 hat die Funktion h4 den Wert
ein Drittel C plus 5 Drittel und aufgrund der Randbedingungen an der Stelle 4 hat die Funktion den Wert 1. Und Sie sehen, unser Gleichungssystem besitzt gar keine eindeutige Lösung. Und erst durch die Minimalitätsbedingung können wir nämlich diesen Parameter C, der hier auftaucht, festlegen. Und dadurch, dass wir die kleinste minimale Lösung suchen und wir sehen, dass diese Lösung monoton oder die Komponenten monotone C sind, wählen wir einfach C gleich 0. Und durch diese Wahl erst bekommen wir nämlich den Wert unserer Eintrittswahrscheinlichkeit, nämlich wenn ich im Zustand 1 bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, den Punkt 4 zu treffen, gerade 0 und das macht Sinn, weil wenn ich in diesem Zustand bin, kann ich diesen Zustand gar nicht mehr verlassen. Ich komme niemals in den Punkt 4. Das heißt, in dem Fall nimmt unsere Stoppzeit T4 einfach den Wert unendlich an. Wenn ich im Zustand 2 bin, dann kann ich den Zustand 4 in endlicher Zeit erreichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 Drittel. Und wenn ich im Zustand 3 starte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Zustand 4 zu erreichen, gerade 5 Drittel. Und Sie sehen anhand dieses kleinen Beispiels bereits, warum wir die Minimalitätsbedingung brauchen. Und jetzt könnte das natürlich den Verdacht naheliegen, das ist der Grund war, dass wir hier sozusagen eine Absorption haben, dass wir einen Zustand haben, aus dem wir nie wieder rauskommen. Ja, das spielt eine Rolle, aber das folgende Beispiel zeigt, dass Sie so eine Situation auch erzeugen können, ohne einen Zustand zu haben, der diese Eigenschaft hat, absorbierend zu sein. Das ist das folgende Beispiel und dieses Beispiel formiert auch unter dem Namen Ruinwahrscheinlichkeit. Was ist das? Hierbei handelt es sich einfach um eine asymmetrische, einfache Irrfahrt auf der Menge der natürlichen Zahlen inklusive der Nullen. Das ist also nichts weiter als eine Markov-Kette mit folgendem Übergangsgraphen. Also ich betrachte eine Markov-Kette auf diesem Raum in 0 und diese Funktion hat folgende Eigenschaft. Wenn ich im Punkt 0 bin, möchte ich wieder absorbierend sein. Und für alle anderen Zustände möchte ich mit Wahrscheinlichkeit p nach rechts springen und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p, was ich einfach abkürzen möchte durch q, möchte ich nach links springen. Und p möchte ich, beziehungsweise q möchte ich so wählen, dass die Werte zwischen 0 und 1 angenommen werden. Also p ist weder 1 noch 0. Das heißt, nur der Zustand 0 ist absorbierend, alle anderen Zustände sind es nicht. Nach Definition. Was ich jetzt mir angucken möchte, ist genau die Wahrscheinlichkeit des ersten Eintritts in die Menge 0. Das heißt, jetzt haben wir eine Situation, ähnlich wie im letzten Beispiel, aber wir haben keinen weiteren absorbierenden Zustand außer diesem Zustand 0. Und wenn ich zurückgehe, hier hätten wir zwei absorbierende Zustände. Gut, und wir sind jetzt wieder interessiert an dieser Eintrittswahrscheinlichkeit, an der Berechnung dieser Eintrittswahrscheinlichkeit in den Zustand 0. Wir wissen, dass diese entsprechende Funktion, die ich mit H0 bezeichnen möchte, aufgrund von Satz 1.14 die kleinste nicht negative Lösung des entsprechenden Dirichlet-Problems ist, nämlich LH von 0 ist 0 für alle x, die ungleich 0 sind und die Funktion H von 0 an der Stelle 0 nimmt den Wert 1 an. Und jetzt muss ich natürlich irgendwie eine Lösung für dieses lineare Gleichungssystem, das in dem Fall natürlich unendlich dimensional ist, finden. Und die Behauptung, die ich als erstes überprüfen möchte, ist das folgende. Also wenn p und q verschiedene Werte annimmt, dann kann ich diese Rekursionsgleichung, die hier oben steht, lösen und die Lösung ist gegeben oder die allgemeine Form der Lösung ist gegeben durch diese Vorschrift h von x ist gerade a plus b mal dieser Quotient aus q und p
zur Potenz x. Warum ist sozusagen sämtliche Lösung von der Form? Naja, wir können erstmal nachrechnen, dass h überhaupt eine Lösung ist. Also wenden wir den Generator L auf diese Funktion h an. Und dann sehe ich, aha, ich muss mir diese Differenzen angucken. Und dadurch, dass ich diese Differenzen betrachte, spielt dieser konstante Term gerade keine Rolle. Der hebt sich weg. Alles, was übrig bleibt, ist b mal diese Potenzen. Und jetzt möchte ich einfach, dadurch, dass ich hier die Potenz habe, also diesen Wert hoch x plus 1 und hier hoch x, möchte ich also den Wert hoch x ausklammern und erhalte gerade hier die Differenz von diesem Bruch q geteilt durch p minus 1. Und hier hinten klammere ich auch diesen Term q geteilt durch p hoch x aus und erhalte auch wieder einen Bruch, aber jetzt sozusagen ist Zähler und Nenner vertauscht. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt das Ganze ausklammern, das p hier rein multiplizieren, sehen Sie genau, dass das Ganze verschwindet. Also wir haben uns jetzt davon überzeugt, dass diese Funktion h eine Lösung von dem Problem ist, dass lh gerade gleich 0 ist. Und das gilt hier sogar für alle x. Jetzt müssen wir noch die Randbedingungen und die Minimalitätsbedingungen ins Spiel bringen. Und das geschieht durch eine kleine Fallunterscheidung. Nämlich im ersten Fall sei einmal p strikt kleiner als q. Was sehen wir dann sofort? Naja, dieser Bruch hier ist dann natürlich größer als 1. Das heißt, wenn ich davon Potenzen betrachte, wächst die Funktion für x gegen unendlich nach unendlich. Und zwar exponentiell schnell. Dadurch, dass wir aber wissen, dass die Funktion h0 ja gerade unsere Eintrittswahrscheinlichkeit beschreibt, sollte die Lösung, die relevant ist, natürlich nur Werte annehmen zwischen 0 und 1. Das impliziert natürlich sofort, dass dieser Parameterwert b in 0 gewählt werden muss. Jetzt bleibt also nur noch den entsprechenden Wert a zu finden. Aber ich weiß natürlich auch, dass die Funktion h von 0 im Punkt 0 den Wert 1 annehmen muss. Und das impliziert sofort, dass a gerade gleich 1 ist. Was habe ich damit erreicht? Damit habe ich das Folgende erreicht. Nämlich ich weiß, dass die Funktion oder diese erste Eintrittswahrscheinlichkeit in den Zustand 0 konstant 1 ist für alle Startpunkte x. Das heißt, in dem Fall, wo sozusagen ich einen stärkeren Drift zur 0 habe, verglichen mit dem Drift, den ich Richtung unendlich habe, treffe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 in endlicher Zeit diesen Zustand 0. Gut. Schauen wir uns den zweiten Fall an, dass p strikt größer ist als q. Gut. In dem Fall weiß ich erstmal aufgrund der Randbedingung, nämlich dass die Funktion h von 0 an der Stelle 0 ja den Wert 1 annehmen soll. Naja, gucken wir uns mal, was passiert, wenn ich hier 0 einsetze. Sehe ich, dass ich hier gerade bekomme die Summe aus a plus b. Das soll den Wert 1 annehmen, also habe ich sofort ein Verhältnis zwischen a und b. Nämlich das gegeben ist, dass b gerade 1 minus a ist. Das kann ich einsetzen. Damit erhalte ich, dass die Funktion h0 an der Stelle x folgende Struktur haben muss, nämlich diesen Ratio aus q geteilt durch p hoch x plus a mal die Differenz aus 1 minus diesem Ratio q geteilt durch p hoch x. Was weiß ich noch? Ich weiß, diese Funktion, die es interessiert, nämlich diese Eintrittswahrscheinlichkeit, soll Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Das impliziert natürlich sofort, dass dieser Parameterwert a nicht negativ sein sollte. Warum? Na, gucken wir uns das Ganze an. Das soll ja gelten für jedes x. Betrachten wir einfach doch mal den Limes x gegen unendlich. Dann sehen wir, das hier ist ja dieser Ratio ist gerade kleiner als 1. Das heißt, das verschwindet, bleibt nur noch a übrig. Dadurch, dass es für jedes x gelten soll, muss a nicht negativ sein. Wenn a negativ wäre, würden wir sonst einen x finden, wo dieser Ausdruck hier negativ werden könnte.
Und jetzt sehen Sie, wir haben es noch nicht geschafft, diese Parameter dadurch eindeutig festzulegen. Und hier greift wieder die Minimalitätsbedingung. Wir suchen nämlich die kleinste Lösung unseres Dirichlet-Problems. Und die kleinste Lösung erhalten wir natürlich dadurch, dass wir diesen Parameterwert gerade gleich 0 wählen. Und in dem Fall ist jetzt unsere Eintrittswahrscheinlichkeit bei Start in x gegeben durch diesen Wert q geteilt durch p hoch x. Wenn wir jetzt zurückgehen, was heißt das? Naja, je weiter ich draußen bin, desto geringer wird meine Wahrscheinlichkeit, in endlicher Zeit den Wert 0 zu treffen. Ich habe für jeden Startpunkt natürlich eine nicht negative Wahrscheinlichkeit, eine positive Wahrscheinlichkeit, den Zustand 0 zu treffen, aber ich habe auch eine positive Wahrscheinlichkeit, Richtung unendlich zu gehen und niemals zu 0 zurückzukommen. Das zeigt sich dadurch, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht den Wert 1 annimmt. Und das ist interessant. Also ich habe hier sozusagen einen absorbierenden Zustand. Ich mache hier drauf meine Irrfahrt und Sie sehen, dieser kleine Drift, egal wie klein die Differenz zwischen P und Q auch sein mag, also wie wenig P auch oberhalb von diesem Werten halb ist, wo die beiden Werte ja gleich wären, das reicht aus, um sozusagen den Prozess auch ins Unendliche laufen lassen zu lassen, ohne jemals zu Null zurückzukommen, selbst wenn ich im Punkt 1 starte. Das ist interessant. Bleibt natürlich noch den Fall zu untersuchen, was passiert eigentlich, wenn die beiden gleich sind. Das heißt, in dem Fall habe ich eine symmetrische Irrfahrt, also mit Wahrscheinlichkeiten halb springe ich nach links und mit Wahrscheinlichkeiten halb springe ich nach rechts. Also ich habe jetzt keine Tendenz, in eine der beiden Richtungen vornehmlich zu gehen. Jetzt müssen wir uns wieder angucken, wie sieht dann die Lösung des entsprechenden Gleichungssystems LH von x gleich 0 aus. Und ich behaupte, die Lösung in dem Fall ist gegeben durch diese lineare Funktion a plus bx. Dass das eine Lösung ist, überzeugt man sich sofort. Wenn man das nämlich einsetzt, sieht man, dieser konstante Wert a spielt wieder keine Rolle, der hebt sich sofort raus. Was übrig bleibt, ist b mal, und jetzt kriege ich die Differenz rein, und ich kriege einmal die Differenz aus x plus 1 minus x, das ist gerade plus für den Wert b halbe. Und im anderen Fall habe ich den Wert x minus 1 minus x. Ich kriege gerade hier minus den Wert b halbe und deswegen verschwindet das Ganze. Bleibt also auch wieder in dem Fall, diese Parameter a und b festzulegen. Und Sie sehen, wir argumentieren wieder wie zuvor auch. Also die Funktion h von 0 sollte natürlich nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Und dadurch, dass ich hier eine lineare wachsende Funktion habe, zwingt mich das sofort dazu, den Wert b auf 0 zu setzen. Und dann kann ich natürlich noch die Randbedingung ausspielen. Ich weiß natürlich, diese Funktion h 0 an der Stelle 0 soll den Wert 1 annehmen. Das führt dazu, dass der Wert a eindeutig festgelegt ist, nämlich gerade durch den Wert 1. Und was erhalten wir hier als Aussage? Als Aussage erhalten wir hier, dass ich auch in dem Fall, wo ich keinen Drift habe, also wo ich mit Wahrscheinlichkeiten halb nach rechts und nach links springen kann, mit Wahrscheinlichkeit 1 den Zustand 0 erreiche, egal von wo aus ich starte. Also selbst wenn ich sehr weit draußen starte, gelingt es mir trotzdem, in endlicher Zeit wieder den Weg zu 0 zu finden. Im Gegensatz zu diesem Beispiel, zu diesem Fall 2, wo wir mit einem kleinen Drift gern rechts den Prozess dazu gezwungen haben, dass es auch Pfade gibt, die sozusagen nie wieder die Null erreichen. Das ist sozusagen ein interessantes Beispiel an der Stelle. Und man sieht hier auch, wozu die Minimalitätsbedingungen, wie die hier einflossen, mich gerade in diesem zweiten Fall, um diese Parameter eindeutig festzulegen. Kommen wir nun zu einem dritten Beispiel.
Und bei dem dritten Beispiel möchte ich mich nochmal den Verzweigungsprozessen zuwenden. Und zwar, ich möchte die Aussterbewahrscheinlichkeit eines Verzweigungsprozesses berechnen. Zu kurzer Erinnerung, was war ein Verzweigungsprozess? Also ein Verzweigungsprozess ist nichts weiter als eine Markov-Kette auf diesem Zustandsraum der natürlichen Zahlen inklusive der Null. Und die Übergangswahrscheinlichkeiten waren beschrieben durch die Faltung eines gegebenen Wahrscheinlichkeitsmaßes μ ausgewertet, also die x-fache Faltung ausgewertet im Punkt y, ist gerade der Wert dieser Übergangswahrscheinlichkeit von x nach y. Und der konventionshalber, die nullfache Faltung soll nichts weiter sein als das Dirac-Maß in 0, also diese Indikatorfunktion, die 1 ist, wenn y den Wert 0 annimmt und 0 sonst. Und was interessiert mich jetzt? Mich interessiert wiederum die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit in den Zustand 0. Und Sie sehen auch, der Zustand 0 ist hier wieder ein absorbierender Zustand, weil aufgrund dieser Bedingung, wenn ich einmal in der 0 bin, dann bleibe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 in diesem Zustand. Und wie war die Interpretation von diesem Markov-Prozess? Ja, die Interpretation war wie folgt. Wenn ich mit einem Individuum starte, dann produziert es eine gewisse Anzahl an Nachkommen mit einer Verteilung, also eine zufällige Anzahl von Nachkommen mit einer Verteilung, die gegeben ist durch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung μ. Und unabhängig von allem anderen produziert jedes einzelne dieser Nachkommen, wenn es stirbt, wieder eine gewisse Anzahl von Nachkommen, die zufällig sind und gemäß diesem Wahrscheinlichkeitsmaß μ gesampelt wurden. Und Sie sehen natürlich, in dem Moment, wo ich kein Individuum mehr lebend antreffe, kann ich auch keine Nachkommen produzieren. Das heißt, tatsächlich ist diese Eintrittswahrscheinlichkeit in den Zustand 0 gleichzusetzen mit dem Aussterben dieses Prozesses, der die Evolution einer Population beschreiben könnte. Das heißt, wir wissen aufgrund des Satzes 1,14, dass wir diese Wahrscheinlichkeit, die uns ja interessiert, auch beschreiben können durch die Lösung des zugehörigen Dirichlet-Problems. Und jetzt wollen wir uns in einem ersten Schritt nähern der Fragestellung, wie komme ich denn überhaupt auf eine Lösung dieses Dirichlet-Problems? Und dazu möchte ich die erste Behauptung angucken, nämlich, dass für jedes n aus n0 das Folgende gilt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt n den Wert 0 annimmt, dass diese Wahrscheinlichkeit hier das gleiche ist, als wenn ich den Prozess mit einem Individuum starte, auch frage danach, dass der Prozess zum Zeitpunkt n ausgestorben ist. Und das Ganze, diese Wahrscheinlichkeit nehme ich hoch die Potenz x, die Anzahl der Individuen, mit der ich auf der linken Seite gestartet bin. Diese Aussage, von der Gültigkeit dieser Aussage möchte ich mich zunächst überzeugen. Warum möchte ich mich davon überzeugen? Weil diese Struktur mir helfen wird, die Lösung des Dirichlet-Problems zu bestimmen. Und Sie sehen, dadurch, dass wir hier eine Aussage über n haben, ist wieder eine logische Beweisstrategie einfach Beweis durch vollständige Induktion über n. Gucken wir uns das also zum Zeitpunkt 0 an. Das heißt, ich gucke mir an die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 den Wert 0 annimmt. Und Sie sehen, diese Wahrscheinlichkeit können wir sofort ausrechnen. Das ist nichts weiter als die Indikatorfunktion von der 0. Das heißt, also hier steht ja nichts weiter als kodiert, dass diese Wahrscheinlichkeit ist 0, falls x ungleich 0 ist und 1, wenn x gerade den Wert 0 annimmt. Und wenn ich mir auf der anderen Seite hier das angucke, steht das Folgende. Ich habe hier
Ich starte hier einmal im Punkt Zustand 1, gucke mir auch wieder an den Wert oder diesen Prozess zum Zeitpunkt 0. Sie sehen, das hier ist 0. Und jetzt möchte ich hier aber interpretieren den Wert 0 hoch 0 als 1. Das heißt, wenn ich natürlich hier 0 habe hoch eine natürliche Zahl, die verschieden ist von 0, ist das den Wert 0. Das ist die gleiche Aussage, was ich hier habe. Und wenn das Ganze hoch 0 ist, dann kriege ich auch hier den Wert 1. Wenn Sie damit nicht zufrieden sind, gucken Sie sich das Ganze, der Induktionsstart bei 1 an, funktioniert genauso. Gucken wir uns den Induktionsschritt an. Und auch hier spielt wieder die Markov-Eigenschaft rein. Also ich starte jetzt wieder im Punkt X. Ich gucke mir an, was der Prozess macht zum Zeitpunkt n plus 1. Und ich frage danach, dass dieser Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 im Zustand 0 ist, also ausgestorben ist. Und jetzt kann ich natürlich das auch wieder mit Hilfe der Sigma-Additivität schreiben als die Summe über alle y und i von der Wahrscheinlichkeit oder von dieser bedingten Wahrscheinlichkeit, dass der Zustand zum Zeitpunkt n plus 1 in 0 ist, zum Zeitpunkt 1 in y gegeben, dass er zum Zeitpunkt 0 im Punkt x ist. Also ich habe hier sozusagen wie die gleiche Vorgehensweise wie in der Einschrittanalyse. Ich habe darauf bedingt, oder ich habe nicht darauf bedingt, sondern ich habe zerlegt, dieses gegebene Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 im Wert 0 ist, in diese disjunkten Ereignisse, wo ich geschnitten habe mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 im Punkt y ist. Jetzt kann ich natürlich die Fallunterscheidungsformel wieder benutzen und darauf bedingen, dass der Prozess auf dieses Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 in x und zum Zeitpunkt 1 in y ist. Und ich erhalte den folgenden Ausdruck und Sie sehen, das Ganze ist auch wohl definiert im Falle, dass die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses, dieses Durchschnitts verschwindet, weil dann verschwindet auch die Seite. Und in dem Fall interpretieren wir einfach 0 durch 0 als 0. Und jetzt sehen Sie, an der Stelle kann ich natürlich in wunderbarer Weise wieder meine Markov-Eigenschaft benutzen in Form von Satz 1, 10. Und Sie sehen, dass ich dieses Ereignis hier auch schreiben oder diese Wahrscheinlichkeit hier auch schreiben kann als die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in der Null befindet. Das heißt, ich habe diese Gleichung erstmal herstellen können. Sie sehen, unser Ziel ist es natürlich, das Ganze mit der Potenz, mit diesem Startpunkt da umzuschreiben. Das haben wir noch nicht erreicht. Dazu kommen wir jetzt. Und wir müssen ja auch noch die Induktionsvoraussetzungen ins Spiel bringen. Nämlich diese rechte Seite, die ich hier habe, kann ich natürlich aufgrund der Induktionsvoraussetzung auch noch umschreiben in die Summe über alle y und e, diese Übergangswahrscheinlichkeiten Pxy, mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass xn gleich 0, also diese Wahrscheinlichkeit hier hoch y. Das wollte ich sagen. Und Sie sehen auch, aufgrund der Definition der Übergangswahrscheinlichkeiten ist die Wahrscheinlichkeit, also dieses Pxy, der Wert der stochastischen Matrix an der Stelle xy, nichts weiter als die x-fache Faltung des Maßes μ ausgewertet an der Stelle y. Und jetzt möchte ich einfach, was hier steht, sozusagen einmal explizit ausschreiben. Diese Faltung kann ich auch schreiben als die Summe über alle nicht negativen Zahlen y1 bis yx, die sich auf y zusammen addieren, von dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten py1 bis μy1 bis μyx multipliziert mit dieser Wahrscheinlichkeit p1 von diesem, also wie dieser Wahrscheinlichkeit bei Start in 1, dass der Prozess zum Zeitpunkt n in der 0 ist. Und jetzt kann ich natürlich auch dieses y, was ich hier stehen habe, aufgrund dieser Bedingung auch schreiben als diese Potenz hoch die Summe y1 plus y2 plus und so weiter bis yx. Und Sie sehen, diese Struktur, die ich hier gewonnen habe, erlaubt es mir auch, das Ganze zu schreiben als die Summe über alle
nicht negativen y1 bis yx von diesen Produkten, μ von y1 mal p1 von diesem Ereignis xn gleich 0 hoch y1 und so weiter bis zu diesem letzten Faktor hier. Das heißt, was hier steht, ist nichts weiter als das x-fache Produkt von dieser Summe über alle z größer gleich 0, μ von z mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in 1, dass der Prozess zum Zeitpunkt n den Wert 0 annimmt, hoch z. Und diese Summe nehme ich, davon nehme ich die x-te Potenz. Und jetzt sehen Sie, ich kann das, was wir hier vorne argumentiert haben, auch wieder rückgängig machen. Also μ von z ist ja nichts weiter als diese Übergangswahrscheinlichkeit oder das Element der stochastischen Matrix an der Stelle 1, z. Das ist sozusagen der erste Schritt. Jetzt kann ich natürlich hier wieder die Markov-Eigenschaft rückwärts benutzen. Das erlaubt mir das, was hier steht. Ich gehe einmal zurück. Also sozusagen, wir sind hier und ich möchte sozusagen diesen Satz 1, 10 benutzen und das wieder umschreiben in dieses Produkt der bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und ich erhalte genau die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 im Punkt z ist, gegeben, dass er zum Zeitpunkt 0 im Punkt 1 war, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 in 0 ist, gegeben, dass er zum Zeitpunkt 0 in 1 und zum Zeitpunkt 1 in z ist. Und jetzt kann ich hier auch wieder die Fallunterscheidungsformel rückgängig machen. Und ich erhalte einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 in 0 ist und zum Zeitpunkt 1 in z. Und dann kann ich die Sigma-Additivität benutzen, das Ganze umschreiben und erhalte genau die gewünschte Aussage, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in 1, dass der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 in 0 ist und das Ganze zur Potenz x. Und das war ja gerade das, was wir im Induktionsschritt zeigen wollten. Also damit ist uns erstmal sozusagen als ersten Schritt gelungen, diese Behauptung zu zeigen. Unser Ziel war es natürlich, diese erste Eintrittswahrscheinlichkeit in den Zustand 0 zu beschreiben. Da müssen wir jetzt hinkommen. Und dazu folgende Überlegung. Nämlich das Ereignis, das unsere Stoppzeit oder die erste Eintrittszeit in den Zustand 0, den wir einen Wert kleiner gleich n annimmt, ist nämlich gleich dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n den Wert 0 annimmt. Warum? Naja, wir haben ja diese absorbierende Eigenschaft. Das heißt, wenn wir einmal den Zustand 0 erreicht haben, dann bleiben wir auch in diesem Zustand 0. Das heißt, was hier steht, ist ja nichts weiter als eine Zerlegung dieses Ereignisses in die Ereignisse, wann ich zum ersten Mal in die Null eingetreten bin, aber danach bleibe ich ja Null. Sozusagen, ich habe hiermit auch nicht mehr Informationen kodiert, als ich in diesem Ereignis drin habe. Das gilt natürlich für jedes n. Das möchte ich jetzt ausnutzen. Und das ist sozusagen die Verbindung bei der Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Behauptung, die wir gerade gezeigt haben. Wir wissen natürlich, dass dieses Ereignis aufsteigend ist in n und konvergiert gegen das Ereignis, dass unsere Stoppzeit einen endlichen Wert annimmt. Und jetzt möchte ich natürlich die Stetigkeit des Maßes px wieder ausnutzen. Und dann erhalte ich das Folgende, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass ich in den Zustand 0 in endlicher Zeit eintrete, das kann ich auch ausdrücken als den Limes n gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass meine Stoppzeit einen Wert annimmt, der kleiner gleich n ist. Aufgrund dieser Beobachtung hier weiß ich aber, dass es das gleiche Ereignis oder das beschreibt das gleiche Ereignis wie das Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n den Wert 0 annimmt. Das ist also genau diese Wahrscheinlichkeit hier. Jetzt kann ich genau diese Behauptung, die wir gerade bewiesen haben, nämlich ins Spiel bringen, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x
von dem Ereignis xn gleich 0, dass ich diese Wahrscheinlichkeit umschreiben kann als in diese x-fache Potenz von der Wahrscheinlichkeit bei Start mit einem Individuum zum Zeitpunkt n ausgestorben zu sein. Das ist sozusagen dieser Ausdruck hier. Und jetzt sehe ich, kann ich natürlich auch hier wieder argumentieren. Ich kann dieses Ereignis, was hier drin steht, auch wieder umschreiben als das Ereignis, das die erste Eintrittszeit den Wert kleiner gleich n annimmt. Ich kann wiederum die Stetigkeit des Maßes ausnutzen und die Funktion a hoch x ist ja eine stetige Funktion und ich kann also sozusagen den Limes vertauschen und erhalte damit genau diese Aussage, die ich hier habe, nämlich dass die Eintrittswahrscheinlichkeit bei Start in x in den Zustand 0 in endlicher Zeit das gleiche ist wie die Eintrittswahrscheinlichkeit bei Start in 1 zur Power x. Damit haben wir jetzt sozusagen für unsere gesuchte Eintrittswahrscheinlichkeit erstmal einen funktionalen Zusammenhang hergestellt. Nämlich, dass die Funktion h0 von x gerade folgende Struktur haben muss. Sollte einfach sein h0 von 1 hoch x. Und diesen Wert h0 von 1, den möchte ich einfach als q bezeichnen. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, diese Funktion, also eine Funktion h von x gleich q hoch x, löst das lineare Gleichungssystem LH gleich 0 für alle x ungleich 0. Bleibt sozusagen nur noch den Wert von q zu bestimmen. Und hier kommt jetzt gerade der Satz 1,14 ins Spiel, der mir ja sagte, dass h von 0 die kleinste nicht negative Lösung ist. Gucken wir uns an, was das sozusagen genau bedeutet. Ich werte also erstmal aus, genau den Wert von L, also Generator angewendet auf diese Funktion h im Zustand 1. Ich weiß, das nimmt den Wert 0 an. Und das möchte ich jetzt einfach nur umschreiben. Das ist nämlich nichts weiter als h von 0 an der Stelle 1 ist das gleiche wie die stochastische Matrix angewendet auf die Funktion h ausgewertet im Zustand 1. Das ist aber nichts weiter als die Übergänge von 1 nach y, was nichts weiter ist als der Wert des Maßes μ an der Stelle y. Und wir haben ja gesehen, dass h0 von y nichts weiter ist als h0 von 1 hoch y. Das ist hier kodiert. Das heißt, was wir hier im Prinzip stehen haben, auf der Seite ist nichts weiter als die erzeugenden Funktionen des Maßes μ an der Stelle Q. Das heißt, wir haben hier eine Fixpunktgleichung erhalten. Das heißt, der Wert Q ist bestimmt durch den Fixpunkt dieser Gleichung S gleich G μ von S. Und dadurch, dass jetzt müssen wir noch Eigenschaften über diesen Fixpunkt herausfinden, nehmen wir uns also einen weiteren Fixpunkt her. Das heißt, wir konstruieren uns eine Funktion hx wieder durch die Vorschrift q quer hoch x. Wir wissen, diese Funktion löst das Dirichlet-Problem. Jetzt wissen wir aber aufgrund des Satzes 1,14, dass die gesuchte Lösung h0 gerade ja die kleinste nicht negative Lösung ist. Und das wollen wir jetzt ausprobieren. Nutzen. Wir wissen also dadurch, dass h0 von 1 kleiner gleich h von 1 sein muss, dass jeder weitere Fixpunkt dieser Gleichung s gleich g mü von s größer gleich sein muss als den Fixpunkt, der uns interessiert. Mit anderen Worten, wir können diesen fehlenden Parameterwert q dadurch bestimmen, dass wir den kleinsten nicht negativen Fixpunkt dieser Gleichung berechnen. Was ich jetzt im letzten Schritt machen möchte, ist, ich möchte genau diese Fixpunktgleichung ein wenig genauer analysieren. Was wissen wir? Also wir wissen ja, dass μ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Das heißt,
Wenn ich hier in diese Funktion gmü den Wert 1 einsetze, dann steht ja hier nichts weiter als die Normierungsbedingung des Wahrscheinlichkeitsmaßes da. Das heißt, gmü von 1 nimmt gerade den Wert 1 an. Das heißt, wir sehen, wir haben sofort einen Fixpunkt gefunden, nämlich den Wert 1. So, das ist die erste Überlegung. Und jetzt die zweite Überlegung ist, können wir noch ein bisschen was aussagen über die Struktur dieser erzeugenden Funktion? Und natürlich können wir das. Der erste Fall ist natürlich, es kann auftreten, dass unsere erzeugenden Funktion linear sein könnte. Jetzt schauen wir uns rein, wann ist diese Funktion linear? Naja, sie ist genau dann linear, wenn μ von y verschwindet für alle y ungleich 0 und 1. Das wäre sozusagen die erste Möglichkeit, dass einfach μ von 0 plus μ von 1 gerade gleich 1 ist. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass diese Funktion hier strikt konvex ist. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich mir einfach mal angucken, die Ableitung der Funktion gmü an der Stelle 1. Und das möchte ich beschreiben einfach im Limes. Also wir wissen gar nicht, Sie sehen sozusagen, wenn ich die Ableitung dieser Funktion berechne, muss dieser Wert a priori nicht existieren. Für jedes s strikt kleiner als 1 existiert dieser Wert. Das heißt, wir berechnen hier erstmal die Ableitung dieser Funktion gmü für den Wert s und berechnen dann den Limes s gegen 1. Wir sehen, naja, wenn wir diese Ableitung bestimmen, ist das nichts weiter als k mal μ k mal s hoch k minus 1. Und Sie sehen, im Falle, dass ich einen endlichen Erwartungswert habe, also dass mein Maß μ einen endlichen Erwartungswert besitzt, kann ich natürlich diesen Limes s gegen 1 bilden. Und ich bekomme gerade den Wert, genau diesen Erwartungswert heraus. Und falls mein Maß μ keinen endlichen Erwartungswert besitzen sollte, bekomme ich in diesem Grenzwert, also nimmt dieser Wert hier einfach den Wert unendlich an. Ich setze ihn auf unendlich. Das heißt, grafisch können wir uns jetzt genau überlegen, wie die Struktur der Lösungsmenge einer Fixpunktgleichung aussieht. Also wir haben sozusagen zwei Fälle zu unterscheiden. Nämlich der erste Fall ist der Fall, dass die Ableitung der Funktion gmü an der Stelle 1 einen Wert kleiner gleich 1 annimmt. Das ist sozusagen hier dieser Verlauf. Und dann sehen wir natürlich, in dem Fall kann es nur zwei mögliche Werte für unseren gesuchten kleinsten nicht negativen Fixpunkt geben, nämlich den Wert 0 oder 1. Und Sie sehen, falls μ von 0 den Wert, einen positiven Wert annimmt, ist das automatisch der Wert 1. Und falls μ von 0 gleich 0 ist, wäre das der Wert 0. Das wäre sozusagen also wäre es möglich, den Wert 0 anzunehmen. Ne, ist sogar der Wert 0. Das ist sozusagen die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, falls mein Erwartungswert größer ist als 1, dann sehe ich, hier habe ich sozusagen einfach die Steigung anbetrachtet. Die Steigung im Punkt 1 ist also größer als 1. Das heißt, diese Kurve taucht jetzt mal unter die Winkelhalbierende. Ich weiß, zum Zeitpunkt 0 treffe ich diese x-Achse. Also das μ ist gerade zum Zeitpunkt s gleich 0, habe ich gerade diesen Wert μ von 0. Und was sehe ich daraus? Naja, daraus sehe ich, es muss einen weiteren Schnittpunkt mit dieser Winkelhalbierenden, was ja gerade die Lösung der Fixpunktgleichung beschreibt, geben. Und Sie sehen, dieser Punkt liegt irgendwo strikt zwischen 0 und 1, wobei 1 ausgeschlossen ist. Was halten wir fest? Also im Falle, dass meine Nachkommenswahrscheinlichkeit also die Verteilung dieser Nachkommenswahrscheinlichkeit einen Erwartungswert besitzt, der größer ist als 1, sterbe ich mit einer
sterbe ich aus mit einer positiven Wahrscheinlichkeit, falls mein Wert μ von 0 ungleich 0 ist. Im Fall, dass meine Nachkommenverteilung einen Erwartungswert kleiner gleich 1 besitzt, sondern machen wir den Fall strikt kleiner als 1 ist, sterbe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 aus. Und im Falle, dass der Wert, dieser Erwartungswert gleich 1 ist, da muss man dann genauer hingucken. Da hängt es jetzt von dem Wert μ0 ab und von der Varianz des Prozesses, was jetzt hier nicht kodiert ist. Und da kann ich halt nur die Werte annehmen, 0 oder 1. Also entweder ich sterbe fast sicher aus oder ich sterbe gar nicht aus. Und das ist kodiert über den Wert μ0. Und hier als kleine Aufgabe gebe ich Ihnen einfach mal, sich genau mit diesem Struktur der Fixpunkte zu beschäftigen. Und zwar für die folgenden beiden Verteilungen, nämlich dass die Nachkommensverteilung geometrisch ist, beziehungsweise dass die Nachkommenverteilung Poisson ist mit Parameter Lambda. Ich möchte abschließen sozusagen an der Stelle mit zwei kleinen weiteren Aufgaben. Also wir haben uns ja gesehen, dass wir die Eintrittswahrscheinlichkeit in eine Menge A in endlicher Zeit durch die Lösung eines Dirichlet-Problems beschreiben können. Und ich möchte Ihnen sozusagen als kleine Aufgabe geben, um sozusagen die Struktur des Beweises nochmal nachvollziehen zu können, nämlich das Problem zu beschreiben, die erwartete Eintrittszeit in eine Menge A. Also ich möchte betrachten sozusagen eine Markov-Kette mit Übergangsmatrix P auf meinem Zustandsraum E. Ich nehme mir hier eine nicht leere echte Teilmenge A von meinem Zustandsraum und dann möchte ich betrachten den Erwartungswert dieser ersten Eintrittszeit in die Menge A und diese Erwartungszeit in Abhängigkeit vom Startpunkt x möchte ich als diese den Wert der Funktion WA bezeichnen. Und jetzt ist die Behauptung, dass diese Funktion WA die kleinste nicht negative Lösung des folgenden Randwertsproblems ist, nämlich LWA ist gleich minus 1 auf A Komplement und WA ist gerade 0 auf A. Sie können mithilfe dieser Aufgabe einfach die Struktur des Beweises von Satz 1,14 nochmal nachvollziehen. Was ich noch festlegen möchte, ist eine sprachliche Bezeichnung, nämlich wenn ich eine Funktion f gegeben habe und ich habe eine nicht leere echte Teilmenge a gegeben und ich betrachte genau dieses Problem LF gleich 0 für alle Punkte x in A Komplement, vorausgesetzt LF existiert, dann möchte ich diese Funktion harmonisch nennen auf der Menge A Komplement. Das heißt, um auf unser Dirichlet-Problem zurückzukommen, wir haben in dem Fall immer eine harmonische Funktion gesucht, die auf der Menge A den Wert 1 annimmt. Und hier gibt es eine interessante Aufgabe. Und zwar, das ist das sogenannte Liouville-Prinzip. Das sagt das Folgende aus, dass wenn ich eine Markov-Kette mit Übergangsmatrix P auf meinem abzählbaren Zustandsraum E habe und ich weiß, dass für jedes Punktepaar XY gilt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X in endlicher Zeit den Punkt Y zu erreichen, gerade 1 ist, dann tritt folgendes interessante Phänomen auf, nämlich jetzt gucke ich mir eine harmonische Funktion an, von der ich zudem fordere, dass sie beschränkt ist, und dann folgt sofort, diese Funktion muss konstant sein. Das heißt, es gibt keine beschränkten harmonischen Funktionen außer den konstanten Funktionen. So kann man das interpretieren.